Als Frau im Motorsport hat man es nicht leicht, wenn man den Weg nach ganz oben gehen will. Man kämpft an gegen Vorurteile, gegen die immense Konkurrenz, egal ob männlich oder weiblich, und hat den Druck, immer wieder Leistung zu bringen und die Bestätigung zu erhalten, weiterzumachen. Vom Geld sprechen wir noch gar nicht. Wenn man also den Traum hat, in die Formel 1 zu kommen, ist man dann realitätsfremd oder kann man dieses Ziel wirklich erreichen? Und dann gibt es wahrscheinlich zwei Herangehensweisen. Entweder man ist ein lauter Biber, der am Baum knabbert, bis er irgendwann umfällt, oder aber man geht bescheiden an die Sache, glänzt durch Leistung, hat aber auch das Risiko, in der Masse unterzugehen und nicht wirklich aufzufallen. Carrie Schreiner, unsere Pilotin in der F1 Academy, der Frauenrennserie, die im Rahmen der Formel 1 fährt, hat sich für den zweiten Weg entschieden. Aber warum eigentlich? Ich denke einfach, dass ich eine ehrliche Person bin. Also ich werde oft, wird man mir gesagt, dass ich vielleicht zu ehrlich bin oder zu tief stapel manchmal. Aber ich fühle mich einfach besser damit, wenn ich einfach ja so bin, wie ich bin und ich versuche irgendwie mehr draus zu machen. oder keine Ahnung. Ja, es bringt ja nichts. Man muss es ja auch einfach realistisch sehen. Wenn ich jetzt sage, das wäre halt total unrealistisch von mir zu behaupten, dass ich eine realistische Chance hätte, in die Formel 1 zu kommen, dann würde ich mich ja lächerlich damit machen. Und es gibt trotzdem auch immer Gegenwind, selbst wenn du nicht so hoch stapelst, aber am Ende, solange du selbst bleibst oder einfach nicht irgendwas machst, mit dem du dich unwohl fühlst, was Besseres kann man einfach nicht machen. Liebe Carrie, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst für uns nach dem großen Preis der Niederlande in der F1 Academy. War ja ein erfolgreiches Wochenende für dich. Aber es ist immer so eine blöde Einstiegsfrage, aber sie gehört einfach dazu. Du fährst Autorennen, du bist eine Frau. Kann man es als Frau eigentlich wirklich in die Formel 1 schaffen, deiner Meinung nach? Und vor allem glaubst du, dass das für dich noch eine realistische Karriereoption ist in den nächsten Jahren? Die Frage aller Fragen. also ich denke schon, dass es irgendwann in den nächsten 10 Jahren realistisch ist, eine Frau in der Formel 1 zu sehen, weil es eben immer mehr Frauen gibt, die Motorsport betreiben, die auch auf Motorsport auf höchstem Niveau betreiben und auch in den niedrigeren Formelklassen richtig, richtig gut waren oder sind zurzeit. Natürlich, in die Formel 1 ist noch ein langer Weg, aber ich glaube, gerade so Serien wie die Formel 1 Academy sind dann Schritte in die richtige Richtung, um Frauen zu unterstützen und überhaupt so gut auszubilden, dass es überhaupt mal ansatzweise in die Richtung geht. Und zu mir, ich bin natürlich jetzt nicht mehr die Jüngste, ich bin schon 25. Habe eigentlich auch schon, als ich 17 war, bin ich in den KT-Sport gewechselt. Das bedeutet eigentlich, war für mich klar, dass es in diesem Leben schwer wird, in die Formel 1 zu kommen. Aus verschiedenen Gründen. Fehlende Budget, um in die Formel 1 zu kommen, ist selbst für die allerbesten Jungs brutal schwer. Man muss ein Ausnahmetalent sein, man braucht extremes Budget und muss die richtigen Leute kennen. Und bei mir hat es natürlich an der einen oder anderen Stelle gehakt. Deswegen bin ich in den GT-Sport gewechselt und bin dann 6 Jahre auch GT gefahren. Aber natürlich, als ich das Angebot bekommen habe, Formel 1 Academy zu fahren für ein Top-Team wie ART im letzten Jahr, da musste ich das einfach machen, weil das einfach eine große Chance war, sich auf der Bühne zu zeigen. Im ersten Jahr war es natürlich ein bisschen unterm Radar, aber trotzdem war es extrem viel Fahrzeit und das kriegt man sonst nirgendwo geboten. Und jetzt im zweiten Jahr habe ich einen Vertrag bekommen mit einem Formel-1-Team und das wäre dumm gewesen, das alles abzulehnen und es nicht zu machen, auch wenn ich der Meinung bin, dass es für mich einfach schwer wird. Weil wenn man das hat, dann hat man das. Und das sind Erlebnisse, die man nie in seinem Leben bekommt. Deswegen, ich habe da extrem viel gelernt, nehme extrem viel mit. Und selbst wenn es nächstes Jahr nicht mehr im Formelsport bleiben wird, war das alles ganz toll, was ich erleben durfte. Wie schwer ist es eigentlich 2024? Also man sagt das so, ne? 2024, so modern, so offen, wie die Gesellschaft eigentlich sein sollte, auch im Motorsport. Wie schwer ist es da noch als Frau im Motorsport? Gibt es noch irgendwelche Vorurteile, gegen die du ankämpfen musst? Du, es ist für alle schwer. Je höher man kommt, desto schwerer wird es. Natürlich, man liest ja immer irgendwelche Sachen oder hört irgendwelche Sachen. Gegen Frauen wird natürlich immer noch leicht geschossen. Es ist halt auch so, dass sich die meisten in den Männerserien schwer tun oder generell. Aber es gibt halt auch viele, die wirklich gut mitfahren.
Und natürlich wird noch eine lange Zeit schwer sein, oder überhaupt, ja, sehr, sehr schwer in die Formel 1 zu kommen, aber ich glaube nicht, dass es unmöglich ist. Es gibt viel Kritik an der F1 Academy tatsächlich, dass es nur ein Promo-Vehikel ist, dass es gar keine wirkliche große Aufstiegsmöglichkeit für Frauen im Motorsport ist und man es aus der F1 Academy sowieso nie in die Formel 1 schaffen wird. Man ist zwar im Rahmenprogramm der Formel 1, aber mehr ist es dann auch nicht. Kannst du diese Kritik nachvollziehen? Nur es gibt bei allem, was anders ist oder neu ist, immer Kritik. Die Leute sind immer ganz groß im Kritisieren. Aber ganz ehrlich, ich finde die Formel 1 Academy mega geil. Das ist, also da dabei zu sein, das ist eine Riesenchance. Ich meine, selbst wenn du Formel 4 fährst, kommst du ja auch nicht direkt in die Formel 1. Das ist ja das Gleiche. Also warum kritisiert keiner die Formel 4? Die Formel 1 Academy ist keine Serie, um Frauen und Männer zu splitten, sondern es dient dem, die Mädchen ordentlich auszubilden. Es wird stark subventioniert, es sind super viele Testtage dabei, man kriegt Top-Teams an die Seite gestellt mit wahnsinnig viel Erfahrung und ist dann bereit für den nächsten Step. Also das heißt ja nicht, dass man, das ist auch gar nicht das Ziel, dass man sofort dann nach Formel 1 fährt, ist ja nach der Formel 4 auch nicht, aber das, was man dort als junges Mädchen geboten kriegt, das kriegt man in keiner anderen Serie und vielleicht hat mir das, als ich 15, 16 war, auch in dem Umfang gefehlt. Einfach dieses alles, was man da an die Seite kriegt, das ist einfach unvergleichlich. Ja. Ganz kurze Pause an dieser Stelle, um euch kurz zu erklären, wo denn dieses Interview entstanden ist. Denn am 27. August hatten wir Carrie Schreiner zu Gast bei unserem Formel1.de Kanalmitglieder-Stammtisch. Der findet monatlich statt, exklusiv für unsere Kanalmitglieder. Und wir haben immer einen Gast aus dem Motorsport am Start, dem ihr Fragen stellen könnt. Und im Anschluss wird mit vielen tollen Formel1-Fans aus unserer Community gefachsimpelt und diskutiert über den Sport, den wir so lieben. Wenn ihr Lust habt, kommt gerne mal dazu. Für 3,99 € im Monat ist das möglich. Das ist der Preis eines kleinen Bierchens vor der Inflation, würde ich mal sagen. Klickt auf Mitglied werden, testet es einfach mal. Ihr könnt monatlich kündigen und wir freuen uns dann, wenn ihr am nächsten Stammtisch auch mit dabei sitzt. Aber jetzt erstmal weiter viel Spaß mit unserem Talk mit Carrie Schreiner. Bin ich vollkommen gerechtfertigt, das auch so zu sehen. Und die Durchlässigkeit muss, glaube ich, im gesamten Motorsport einfach verbessert werden. Also unabhängig davon, ob das jetzt Männlein oder Weiblein sind, die dort am Steuer sitzen. Die Guten werden sich wahrscheinlich eh durchsetzen. Ja. Deswegen die Frage an dich. Bei dir im Fahrerinnenfeld, viele Kolleginnen, mit denen du Wochenende für Wochenende dann dort auch unterwegs bist. Wenn schon nicht du selbst, ja, und wenn du selbst sagst, okay, die Formel 1 ist vielleicht jetzt nicht mehr so erreichbar für dich, wen in der F1 Academy würdest du es zutrauen, es zu schaffen? Also wer mit Sicherheit, welche Frauen das größte Potenzial haben überhaupt, also vor allem was man vorher noch nie gesehen hat in dem Umfang, ist mit Sicherheit die Dorian Pin, die Französin. Die hat schon in anderen Serien, die viel höher waren, wie ja, LMP2 ist sie gefahren, in Le Mans ist sie gefahren, sie ist auch Formel 4 in UAE gefahren, wo super stark besetzt war. Also wirklich, ich war selbst dabei und sie hat dort ein Rennen gewonnen. Also das hat vorher noch keine Frau geschafft. Das ist brutal, das überhaupt zu schaffen. Also die ist wirklich richtig, richtig gut. Ich glaube nicht, dass es überhaupt mal eine Frau gab, die so gut war. Ja, dann ist aber natürlich auch überraschend die Abbie Pulling, die dieses Jahr unfassbar schnell ist. Also die hat einen riesen Sprung gemacht im letzten Jahr. Die hat sie auch jetzt schon ein paar Mal geschlagen. Die Maja Wöck ist dieses Jahr nicht so gut, wie es bis jetzt gedacht hat, aber die kommt jetzt auch langsam, weil die hat auch schon in anderen Serien wie der Freka, die natürlich noch viel höher einzustufen ist als jetzt die Formel 1 Academy, ist sie schon unter die ersten 10 gefahren regelmäßig. Also es gibt schon ein paar, die auch schon gezeigt haben, dass sie gegen die Jungs mit richtig mithalten können. Und ja, klar, wenn man dann jetzt in die Formel 3-Euro-Serie geht, wird es natürlich nochmal natürlich noch schwerer. Aber allein in den Serien, wo sie jetzt schon gefahren sind, gab es noch nicht viele, die da so gut waren. Lass mal ein bisschen über dich sprechen. 2011 bist du in den Kartsport gegangen, wenn mich dein Wikipedia-Eintrag nicht angelogen hat. Ja, also Wikipedia, wir versuchen immer Fact-Check zu machen hier auch bei Ja. den Stammtischen, ob das alles so stimmt. Das heißt, wenn ich nicht falsch gezählt habe, bist du 12 gewesen zu dem Zeitpunkt, richtig? Ich habe 2010 angefangen, Das, mit also, 10. so, das Also heißt, stimmt nicht ganz. also das müssen wir dringend ändern.
Woher kam bei dir die Begeisterung für den Motorsport? Und gab es dann irgendwelche Berührungsängste zu Beginn oder war für dich klar Vollgas drauf im Kart? Ja, also mein Papa ist früher gefahren, ja, war ambitionierter Amateurrennfahrer, deswegen bin ich quasi auf der Rennstrecke groß geworden, immer schon alle möglichen, ja, Gefährte durchs Fahrerlager bewegt und habe dann mit 10 mal das Kartfahren ausprobiert. Das hat mir ziemlich gut gefallen und habe vorher auch alles Mögliche ausprobiert an Sportarten, Taekwondo, Tennis, Tischtennis, Tanzen und bei nix war ich so richtig ehrgeizig. Und das hat sich beim Kartfahren dann total geändert. Ich hatte auf einmal auch Bock zu trainieren, zu kämpfen und fand das dann einfach, ja, faszinierend. Und auf einmal war auch der Weg zum Training, wenn es selbst nur 2 Stunden nach Kärnten sind oder 2,5, einfach nicht zu weit, weil ich das unbedingt wollte. Und dann, klar, ich habe jetzt nicht sofort gewonnen. Also es hat schon 1, 2 Jahre gedauert. Aber dann 2012 habe ich als immer noch bisher einziges Mädchen des ADAC Kart Masters gewonnen. Und da wusste ich, okay, vielleicht bin ich gar nicht so schlecht. Ich kann es auch weiter probieren. Bist du später in den Formelsport gewechselt? Du hast das vorhin schon angesprochen. ADAC Formel 4 bist du gefahren, dann auch die britische Formel 4 bist du gefahren. Und dann hast du dich für den GT-Sport entschieden. Warum eigentlich? Also außerhalb des Geldes vielleicht auch, weil das hattest du ja auch schon vorhin angesprochen, dass das natürlich auch ein Thema ist, gerade im Formelsport, dass es extrem teuer ist, dort den Aufstieg zu wagen. Ja, ich bin. Genau, ich bin Formel 4 gefahren, noch zu der Zeit, wo wirklich, wirklich stark besetzt war. Also da sind auch, ja, Lando Norris ist auch in dem Jahr, hat im gleichen Jahr angefangen, wie ich dort zu fahren. Oder andere, die auch jetzt heute in der Formel 1 unterwegs sind oder schon waren. Deswegen, ja, es war natürlich hartes Brot. Da gab es natürlich auch am Anfang vor allem ordentlich auf den Sack. Im zweiten Jahr war das dann teilweise ganz gut. Auch in England konnte ich ein paar Mal unter die ersten 10 fahren. Sogar einmal Vierter in Truxton. Das war mein bestes Formelergebnis zu dem Zeitpunkt. Aber klar, ich habe natürlich gemerkt, gegen all die Cracks, die jungen Kerle, die ein unendliches Budget haben und einfach besser sind, das wird halt schwer. Also es bringt nichts jetzt, wenn ich in der Formel 4 es nicht schaffe, jeden Rennen unter die ersten 10 zu fahren. Warum soll ich dann Formel 3 fahren? Das Budget hat auch nicht gereicht, aber deswegen war ich einfach so realistisch, das einzuschätzen, dass ich im GT mehr Chancen habe und auch Chancen, gut mitzufahren und es einfach auch bezahlbarer ist. Ja, und da hast du dir auf jeden Fall einen Namen gemacht, hast da wirklich richtig große Erfolge feiern können. So, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die nächsten Jahre schauen, dein F1 Academy Abenteuer wird enden nach dieser Saison, denn man darf ja nur 2 Jahre mitfahren, danach muss man die Serie verlassen. Was sind in den nächsten Jahren deine Ziele im Motorsport? Ich denke da auch immer so ein bisschen an sowas wie Le Mans vielleicht, also sprich die Langstreckenserie WEC, das Hypercar. Ist sowas für dich eine Option oder wird es für dich eher wieder Richtung GT-Serien zurückgehen? Also klar, wenn sich da Türen öffnen würden oder ich die Chance hätte, da irgendwo zu fahren, würde ich natürlich Nein sagen. Natürlich, aber ich denke, realistischer ist es oder wo ich eine gute Chance habe, nächstes Jahr ist einfach wieder GT in einer relativ hohen Serie. Auf jeden Fall werde ich der Nordschleife treu bleiben. Das ist schon mal sicher. Aber der Rest ist im Moment noch offen, aber es wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ein Auto mit Dach. Eine andere deutsche Rennfahrerin, die das Ziel Formel 1 noch alles andere an den Nagel gehängt hat, ist Sophia Flörsch. Sie geht sehr selbstbewusst mit dem Thema um, polarisiert damit total. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie sie dieses Ziel überhaupt erreichen will. Wenn ihr das sehen wollt, dann klickt jetzt auf das nächste Video.